Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Ich höre wieder was. Ja, ich bringe die auch, glaube ich, gerade mit. Gucken gerade, wo wir das Holz gefällt haben. Komm zu Papa. Hier sind wir. Drei. Vier. Drei Männer, eine Frau. Zwei Baumstämme brauchen wir noch. Ich mach schon mal das Feuerchen an. Das werden wir gleich brauchen. Na, was guckst du so? Fällt dir das, was wir bauen? Wer will zuerst? Ich schnappe mal einen Pixar. Hier ist einer unter dem Fundament. Habe ich gesehen. Ey, das sind 1, 2, 4. Der hat eine CD am. Ja. Immer diese illegalen Kopien hier. Alter, wo kommt er denn noch her? Den habe ich platt. Da waren es 5, glaube ich. Den schmeiß ich ins Feuer, bevor er irgendwie meint, wieder aufzustehen zu müssen. Ja. Die eine Frau läuft hier noch rum. So halb tot. Und einer liegt da noch. Ja, hinter dir kommt die Frau. Nee, doch nicht. Da, das ist jetzt. Der gewesen. Noch ein Kerl. Ausbrechen habe ich drauf. Wo ist er hin? Spacken. Ich hab ihn. Und werfen ihn ins Feuer. Ich will mit dem anderen hier noch holen, der hier noch liegt. Neben mir ist er. Oh Gott. Oh, ist dir warm? Und Feuer und Flamme. So, ich muss mal schnell ein paar Rüstungen bauen. Immer noch nicht richtig. Nee. Also wenn du Rüstungen brauchst, sagst du Bescheid. Ich habe jetzt eben mal die ganzen Stöcker aufgesammelt. Stöcker sage ich. Knochen. Okay. Ja, ich habe keine Rüstung mehr. Keine, okay. Aber das. Hast du Echsen heute noch? Ja, warte. Ich habe 10 Stück. 10 Echsen? Wie mach ich denn diese? Die brauchst du einfach nur anziehen. Drauf gehen und dann kannst du die direkt ausrüsten. Ach so? Ja. Aber ich habe auch noch 8 Skelettdinger jetzt mittlerweile. Ja, ich habe die jetzt angezogen. Wo ist er? Da. Ja, die kommen aber immer in großen Scharen, wa? Ja, weil sie schon wieder verklickt. Alter Schwede. Mir langen die Knochen nicht. Was? Mir langen die Knochen nicht, jetzt nämlich die. Liegen hier noch welche? Ne, habe ich gerade alle eingesammelt. Ich kann dir gleich welche rübergeben. Gar kein Thema. Und wir haben hier auch noch mal einen, der ein bisschen brennen möchte. Ich tue was essen in der Zeit. Wie viel Knochen benötigst du denn? Moment. Zack. Schnapp. Bevor es irgendwie kritisch. Wie
Beziehungsweise ich kann... habe 4 Knochen im Gepäck. Und da ist doch schon wieder eine, ne? Eine Knochenrüstung an. Da ist schon wieder eine. Pass auf, warte. Ich pack sie mir. Okay, geh du dir die Knochen holen, ich bring die mit. Stöcker. Apropos Stöcker. So, dann sagst du gleich, was du noch brauchst. Ich habe auf jeden Fall. Hasenfell hier. Stockbeutel. 3 Tuch, 1 Hasenfell, 2 Seil. Seile kann ich bauen. Ich baue gerade Seile wie noch was. So, ich habe meinen Stockbeutel. Ich habe keine Seile mehr. Hast du ein Hasenfell? Ich gebe dir mal ein Hasenfell rüber. Wenn du dir die Knochen erstmal aufnimmst, wenn du noch kannst. Ich habe 4 Seile, was brauchen wir? Hier, nimm erstmal kurz. Moment. Dankeschön. Jo. Okay, dann sammle ich die Knochen mal eben auf. Aua, mir ist warm. Da ist wieder einer mit Feuer und Flamme. Ja. Wie war denn das? Stockbeutel war das. Ein Hasenfell, 3 Tücher, 1 Seil. Ein Seil? Ja. Nein. 2 Seil. 2 Seil. Gut, dann war es so. Perfekt. So. Rüstung. Jetzt kriegst du noch ein bisschen Rüstung von mir, oder? Bitteschön. Liegt da überhaupt eine Rüstung drin? Mir fällt gerade ein, ich hätte so ein Tablett noch. Das hast du auf jeden Fall. Ja, das habe ich. Brauchst du Seile? Gerade nicht. Hier hast du noch eine Rüstung. Hast du? Moment. Ich sehe die nämlich gerade gar nicht. Was habe ich? Moment. Ja, vielleicht sollten wir da mal aus der Ecke wegkommen. Ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Hingesetzt. So. Bin ich jetzt zu blöd oder? Da kam kein E oder sowas. Jetzt kommt's. Aha. Vielleicht waren wir zu nah an der Bank oder sowas. So, und eine Rüstung behalte ich. Also, das ist. Aber. Eine kann ich mir noch anziehen sogar. Bist du dann voll ausgerüstet? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 noch so hellgrau, weil ich diese Ochsenhäute habe. Ja, okay. Aber das ist schon besser so als gar nichts. Ja, also ich habe jetzt top. Nur noch eine Echsenhaut an. Brauchst du Echsenhäute? Nee, ich habe den Rest mit Dings voll. Ich habe noch 5 Echsenhaut. Weil ich habe die Echsenhaut zuerst angezogen und dann die Rüstung drüber. Ja, die stockt sich, glaube ich, eh so auf. Also meine ist jetzt oben. Die gehen dann, glaube ich, hoch. Trinken muss ich jetzt nochmal ganz dringend was. Ich immer noch nicht. So. Ich hau in der Zeit ein paar Bäume um. Oh, es regnet. So. Wie viele Stämme braucht man jetzt noch? Das kann ja nicht mehr so viel sein eigentlich, oder? Hast du schon ein paar Bäume gefällt? Bisschen. Okay, ich komme mit dem Wagen vorbei. Einer fällt gleich um. Vorsichtig, der fällt genau in deine Richtung. Ja, der ist weit weg.
mal wieder. Baumenü, da war es eben. Fertig. Na toll. Aber kein Thema, ich baue jetzt mal einen Aufgang. Ein kleines Treppchen. Machen wir hier auf die Seite ruhig, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Treppe. Bei Gebäude selber bauen, glaube ich. Alter, die passt sogar perfekt hier ran, die einfache Treppe. Perfekt. Von der Höhe her. Alles geplant. Einmal gucken. Perfekt. Geht. Ja, klatsch rein. Ha! Mega geil. Dann bringe ich mal den Wagen mit, bauen wir die Treppe zu Ende. Und die Vogelhäuser vielleicht. Ich brauche noch nur 3 Baumstämme noch. Okay. Ja, der Rest für die Vogelhäuser, Stöcker brauchen wir für die. Ja, Stöcker ist hier eine Scheißgegend. Also hab ich ein paar gesammelt schon. Coole Sache. Wo sind die Vogelhäuser? Auch schon fertig oder was? Nee, noch lange nicht. Okay. Weil diese Rasenfallen, die sind auch richtig geil, aber wir brauchen ja ohne Ende. Ja, die Frage ist nur, ob wir die unbedingt brauchen, die Hasenfallen. Okay, hier ist es nicht ganz so schön geworden mit dem Plateau. Also ich habe 3 Vogelhäuser fertig gemacht, die letzte 3, oder? Ja, genau. Ja, ich habe immer noch Stöcke. Korrekt. Das wird klein. Jetzt ist die Frage. Komm mal eben hier rauf zur Bauplanung. Komm, ich habe was Cooles vor. Das kannst du Vielleicht vergessen. auch nicht. Das ist nämlich jetzt genau das Ding. Wir müssten die Lager theoretisch ebenerdig bauen, aber irgendwie auch überdacht oder so. Ich Gibt weiß. doch einen Aufzug. Ah ne, aber der funktioniert nicht mit Lasten. Ja. Also ich würde hier vielleicht diese Ecke hier, ne, diese ganze Bretterreihe offen Ja. lassen, also als Veranda. Ja. Und hier dann mit dem Haus anfangen. Ja gut, also das ist hier ein bisschen. Aber Perfekt. dann hier so mit dem Haus und dass wir vielleicht auch halbwegs uns hier nach diesen Dingern richten können. Ein Schlafzimmer, oder einen ganz großen Vorratsraum, also hier für Knochen, Felle und sowas auf jeden Fall. Ja. Wobei wir bauen eh noch eine zweite Etage drauf, auf jeden Fall. Bestimmt. Was ist eigentlich weiter? ja. Gibt's aber. Kann man da nicht Hochhäuser bauen? Theoretisch kannst du so hoch bauen, wie du möchtest, bis irgendwann das Limit kommt. Ich habe keine Ahnung, das war ein Spaß. Wäre ja Wahnsinn. Gucke ich jetzt mal wegen eigene Wand. Grundlegende Wand. Eigene Wand. Nein. Doch. Dann, aber die möchte ich so nicht. So ein Ding. Aber ich möchte. Nee. So, hier. Geht das auf dem Fundament jetzt nicht, oder was?